Warum ist das Thema Steuern so negativ besetzt? Steuern, das ist doch keine Abgabe und keine Belastung. Steuern, das ist ein Asset, das ist eine neue Assetklasse. Ja, es ist möglich, die Steuerbelastung zu halbieren. Ja, und das ist auch nichts Illegales, sondern es ist einfach nur Abarbeiten von bestehenden Steuergesetzen in Kombination mit bestimmten Investitionen. Ich habe da einen super Hack, ich kann dir sagen, wie du Porsche fahren kannst und dafür null und gar nichts bezahlst, sondern ganz im Gegenteil, du wirst daran auch noch Geld verdienen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem YouTube-Kanal. Wir alle kennen unsere Customer Journey. Ganz oft versuchen wir, die Brille unseres Kunden aufzuziehen und die Customer Journey anzuschauen. Und heute bin ich eingeladen hier, und wir werden heute mit meinem Gesprächspartner die Tax Journey uns anschauen. Und wer kann das besser wie der Steuermentor? Schön, dass wir hier im Gespräch sind. Herzlich willkommen, Nelson, als Steuermentor. Herzlich willkommen, Daniel, und vielen Dank. Erzähl mir mal bitte, wie kommt man denn als klassischer Steuerberater und Diplomökonom dazu, das stupide, trockene Thema aufzuweichen, spannend zu machen und aus einer genannten Customer Journey, eine Text Journey zu machen, aus einem trockenen Thema ein Mentoring zu gestalten, das dann wiederum eine Gestaltungsform daraus wird und dieses trockene Thema richtig spannend und interessant wird und am Ende des Tages richtig coole Früchte trägt. Genau, gut zusammengefasst, Daniel, genau. Ja, wie kommt man dazu? Also vielleicht so den ersten Teil versuche ich mal möglichst schnell zu machen, abzuhandeln, aber ist halt wichtig fürs Verständnis. Also eigentlich hat ja alles damit angefangen, dass ich nach dem Studium, also ist so der klassische Weg, wenn du Steuerberater werden willst, dann gehen viele über Studium, musst du nicht, kannst du auch praktisch machen. Und dann bist du immer mal zugelassen zur Steuerberaterprüfung. Und dann war es bei mir so, mein erster Job, der war dann bei der KPMG. Das ist eine von, damals waren es fünf Big Five, heute sind es nur noch Big Four. Ein großer ist dann auf der Strecke geblieben, jetzt sind es Big Four. Weil das sind vier der weltweit größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und die betreuen ja die ganzen DAX-Unternehmen und auch weltweit. Die sind dann mit, weiß ich nicht, 200 Niederlassungen von Paris bis Aruba, ja. Und das war so der Start. Und da war für mich so klar, ich will die große, weite Welt sehen und internationale Steuerberatung und DAX-Konzerne. Das war so mein Ding. Und da habe ich gelernt, dass völlig normal ist, dass es also riesen Steuerberatungsgesellschaften gibt, die nichts anderes machen als Steuergestaltung. So. Nur, mir ist klar geworden, irgendwann mal nach 3 Jahren, das ist so die Vorbereitungszeit bis zur Steuerberaterprüfung, das ist es nicht. Ne? Also ich will halt nicht mit Leitern Rechnungswesen nur zu tun. Also wenn Leiter Rechnungswesen dabei seid, ihr seid tolle Menschen, nur ich möchte nicht mein Leben lang halt über Bilanzen und Prüfungen und Vorständen von DAX-Unternehmen zu tun haben, sondern ich brauche halt einfach den Unternehmer dahinter. So, und das hat mir dann gefehlt. Und dann habe ich den Sprung gemacht in den mittelständischen Bereich, also in eine mittelständische Kanzlei. Und da habe ich gelernt, okay, da kannst du auch gut beraten. Der Punkt war nur, ich habe halt gemerkt, die beraten ja gar nicht. Das heißt, da bin ich dann in ein anderes Extrem gekommen. Da wurden dann Jahresabschlüsse gemacht, Steuererklärung, klar. Hier und da die Sachen, die du halt auch so kennst. Wie setze ich denn meinen Firmenwagen am besten ab? Wie finanziere ich denn am besten? Was mache ich denn so für Annuitätendarlehen, Tilgungsdarlehen, endfälliges Darlehen? Das waren so die Themen. Und wenn ich meinen Betrieb übergeben will, wie mache ich das denn am besten? Aber das war nicht richtig Gestaltung. Und mir ist aufgefallen, hey, was wir bei dem großen Unternehmen, dem Big Four, damals Big Five Unternehmen gemacht haben, für die großen Unternehmen, das war eine Sache, aber was kriegt denn der Mittelstand? Der kriegt dann herzlich wenig. Der profitiert ja gar nicht so davon.
Und das war so der Weg, wo mir das dann klar geworden ist, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, hey, ich gehe in die Spezialisierung. Damals war es dann erstmal eine Branchenspezialisierung, worüber ich dann eben deutlich schneller wachsen konnte, weil ich habe meine Kanzlei dann neu gegründet. Und wenn du neu gründest, dann startest du mit einer Handvoll Mandanten. So war es bei mir auch. Und durch die Spezialisierung auf eine bestimmte Branche konnte ich dann aber sehr schnell wachsen, weil die habe ich halt sofort verstanden, ne, und konnte von A bis Z beraten oder halt einfach Probleme lösen. So, und durchs Probleme lösen habe ich dann wieder neue Mandanten bekommen. So, und dann habe ich irgendwann, das war 2010, auch angefangen mit Steuergestaltung für mich selber, weil das Business ist ganz gut gelaufen. Und dann habe ich 2010 auch angefangen zu investieren. Damals so mit der ersten Immobilie, dem ersten Mehrfamilienhaus, das weiß ich noch, wo ich dann sogar einen Mandanten mitgenommen habe, der mir dann sagt, ob ich die Bude kaufen kann, weil ich wusste überhaupt nichts über Substanz. Der sollte sagen, ob das Ding die nächsten 30 Jahre hält, ja oder nein. Und dann kam so das Nächste. Und dann brauchte ich auch neue Strukturen, ne? Weil ich natürlich wusste, aus diesem Gestaltungshintergrund, das ist schlau, wenn du Immobilienvermögen aufbauen willst, dann machst du es am besten in einer Gesellschaft und nicht privat. Das hat, ne, steuerliche Gründe. Und dann habe ich angefangen, mich auch an anderen Unternehmen zu beteiligen. Andere Unternehmen gegründet, so neben meiner Kanzlei. Und auch da musst du gucken, welche Rechtsform wähle ich, dass Vermögensschutz da ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch du Steuern sparen kannst. Wie strukturiere ich das Ganze? Und so kam dann der ein oder andere Mandant auf mich zu und hat gesagt, kannst du das nicht für mich auch machen? So. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt. Nächste Spezialisierung. Dann bin ich jetzt auch spezialisiert auf Steuergestaltung und nutze mein Wissen aus der damaligen Zeit bei einem Big Five in Kombination mit dem eigenen Wissen aus der eigenen Gestaltung und biete das an. Und das war auch super, allerdings bei 20 Mandanten im Jahr war Schluss. Aber ich gemerkt habe, du brauchst halt einfach so ungefähr 40 Stunden. 40 Stunden für einen Fall. Du musst ja erstmal alles erfragen, ne? Was sind deine Ziele? Familiär, beruflich, mit deinem Betrieb, dann musst du erklären, welche Rechtsformen es gibt und dann hast du erstmal dein Gegenüber ja so weit, dass du mit dem reden kannst und dann kannst du sagen, okay, jetzt wo du das alles weißt, gehen wir mal rein, was könnte denn zu dir passen? Und dann habe ich einen Sparingspartner und dann fängt überhaupt erst die Beratung an, weil ich muss ja denjenigen irgendwie dahin bringen, dass er überhaupt mal so ein Grundwissen hat. So, ja, und dann kannst du dir vorstellen, weil du entwickelst ja auch Selbstständige hin zu Unternehmern, dann kannst du dir vorstellen, wenn du das eins zu eins machst, dann ist das am Anfang super, aber dann irgendwann mal wird es echt zäh. Und halt nach 20 war eben Schluss. Ja? So, da war der Deckel drauf. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das dann erweitern? Und dann war mir klar, ja logisch, du musst erstmal deine Mandanten ein Stück schlau machen, aber nicht im eins zu eins. Na? Weil dann musst du das ja, weiß nicht, ich hatte damals schon 200 Mandanten, dann, ne, so, lad die ein, ja, lad die ein, mach ein Seminar. Und da erzählst du schon mal so die Basics. Und dann werden die zu dir kommen und wollen eine Beratung haben, der ein oder andere. Da habe ich ja nicht verkauft, ja, also dass man aus einer Veranstaltung heraus etwas verkauft, das war ja komplett überhaupt nicht meine Welt. Also mir war gar nicht klar, dass man es machen sollte, ne? Und dass man es machen kann. So. Und das war dann schon ein bisschen besser, dann konnte ich schon mehr machen, ne? Dann halt 40. Aber dann war halt der nächste Deckel drauf, ja? Weil in so einem Seminar mit, wir starten mal um 17 Uhr und hören um 19 Uhr auf, da kommt natürlich auch nicht so viel bei rum. So, und dann war so 2017, wo mir klar geworden ist, naja, Digitalisierung, Automatisierung, du solltest auch mal deine Steuerkanzlei anders aufstellen. Weil ich hatte ja dann schon mehrere Beteiligungen, Investments. Ich war ja dann schon gut eingebunden und damit sozusagen auch gut im Hamsterrad, ne? Weil ich habe einfach dann mir immer mehr Arbeit aufgehalst und habe dann schneller gearbeitet und dann aber auch teilweise schon angefangen zu delegieren. Ich habe es ja gar nicht alles geschafft. So. Und dann ist mir aber klar geworden, okay, du musst einen ganz anderen Weg gehen. Du musst jetzt einmal wirklich hingehen und dich ein Stück rausziehen, zum einen aus dem Unternehmen, ja, um dann eben an den anderen Dingen zu arbeiten, die dir eben verdammt viel Spaß machen, wie eben Gestaltung. Und ich wollte halt deutlich mehr Unternehmer dahin bringen. Ne, weil mein persönlicher Antrieb ist einfach, dass ich Selbstständige, Freiberuflern und inhabergeführte kleine und mittelständische Unternehmen. Denn ich möchte halt einfach durch mein Tun,
durch das, was ich rüberbringe, durch meine Beratung, möchte ich einfach, dass es eine gewisse Chancengleichheit gibt, dass die dieselben Chancen haben, steuerlich wie große Konzerne. Weil das Steuerrecht ist ja für alle da. Nur die Großen haben halt Kohle, die ganzen Beratungen zu bezahlen von den großen Gesellschaften. Und Selbstständige nicht so sehr. Ne? Also habe ich Wege gesucht, die aber auch hinzuleiten, hinzubringen zur Gestaltung, ja, dass sie sich das auch leisten können. Und das geht eben, indem du ja den Topf größer machst und irgendwie dann einen Weg suchen musst, wo du die Leute schlauer machst, ne? auf einem hohen Niveau dann schlauer machst. Und da half mir dann tatsächlich so die Digitalisierung. Dann hatte ich einen Mitarbeiter, der heute auch Partner ist, Mitgesellschafter ist im Steuermentoring, wo wir die ersten digitalen Beratungsprodukte rausgebracht haben, wo wir teilweise heute noch Marktführer sind, wie zum Beispiel so digitale Verfahrensdokumentation für eine bestimmte Branche. Für alle, die nicht wissen, was es ist, googelt es, ich erspare euch das jetzt. Und dann war klar, ach so, du erreichst digital und mit digitalen Möglichkeiten und mit Repetitionen, also mit Wiederholungen, erreichst du halt sehr viele Leute. So, und dann traf ich eben noch einen heutigen Mitgesellschafter, der aus diesem ganzen Online-Bereich kommt, der da groß geworden ist, mit aufgewachsen ist, und der hat gesagt, hey, guck mal, du hast ein megamäßiges Wissen, du investierst sowieso selber schon, du machst es also vor. Und du bist es gewohnt, vor Menschen zu sprechen. Du hast eigentlich alles, bis auf, du brauchst jetzt noch Know-how, wie man das auf ein hohes Level hebt, wie man das vermarktet und vor allen Dingen, wie du es schaffst, nicht nur einfach zu erklären, sondern so zu erklären in einer überschaubaren Zeit, dass du alles, was so ein Selbstständiger wissen muss, wirklich wissen muss, zum Thema Steuern, dass er so aufgewertet wird in seinem Wissen, dass er dann eine Entscheidung treffen kann, was ist sein Weg. Und wenn der so vorgeframed wird, dann weiß der so viel, wie er wissen muss als selbstständiger Unternehmer über Steuer, kommt dann zu dir und dann musst du nur nachjustieren und dann bist du schon da. Und dann kannst du nicht 20 oder 40 Fälle machen, sondern dann kannst du 100, 200, 400, 500 Fälle machen. Allerdings musst du dann aber auch dein Unternehmen entsprechend aufbauen, Führungsebenen aufbauen, delegieren, Systeme, Prozesse. Ja, dann ging die ganze Maschinerie los. So, ja, und neue Prozesse, alles formulieren, alles niederschreiben, Beratungsprotokolle, Verfahren und so weiter und so fort. Das war so der Weg quasi vom Steuerberater hin, die Entwicklung dann zu jemandem, der Steuergestaltung eben auf ein höheres Level und auf ein breiteres Level heben möchte. Das war so mein Weg. Ich kann nur sagen, Chapeau. Also wie aus dem Bilderbuch, so stellt man sich oder so wünscht man sich das. Viele da draußen kennen ja, würde auch sagen, meine 80% Pareto treffen da ganz gut zu. Kennt man den typischen Steuerberater, der ein Stück weit berät und der die alltäglichen Belange quasi erledigt. Und natürlich ist es immer toll, wenn man dann einen Berater, einen Gestalter hat, der gleichzeitig auch Unternehmer ist, der die eigenen Geschicke kennt, der vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Fehler gemacht hat, wo man sich auf Augenhöhe unterhält. Also sehr, sehr vorbildlich, finde ich sehr, sehr cool. Und das ist natürlich sehr untypisch, denke ich mal, in deiner Branche, dass man dann eben als Steuerberater in dem Berufsbild auch Unternehmer ist und dann auch an mehreren Gesellschaften beteiligt ist und dann ein Steuermentoring ins Leben ruft. Also das hat mich begeistert. Wir haben uns ja auch erst vor kurzem kennengelernt und haben viele Parallelen. Ich denke mal, eben aus der Unternehmerwelt gibt es viele Themen, die ähnliche, vielleicht eine andere Benennung haben, aber die dann eben im steuerlichen Segment, ich sage jetzt mal, eine ähnliche Auswirkung haben. Und jetzt bist du Unternehmer. Erzähl mal ein bisschen darüber, was machst du denn neben der klassischen Thematik noch? Wo bist du da unterwegs? Ja, also im Grunde hat ja alles schon relativ früh angefangen. Das war ja so die Zeit 2010, wo ich habe halt eines gecheckt, weil ich habe ja keine Kanzlei gekauft. So, weißt du, der normale Weg ist, du wirst Steuerberater und dann gibt's Kanzleimakler und da kannst du Kanzleien kaufen.
So wie du Häuser kaufen kannst, ne? Wie Arztpraxen, da gibt es das auch. Und das ist der Weg der meisten. Die kaufen Umsatz. Ich sage jetzt mal, die kaufen 500.000 Euro Umsatz, einen Mandantenstamm. So, und kurioserweise ist mir damals schon aufgefallen, 8 Jahre später haben die vielleicht 600.000 Euro Umsatz oder immer noch 500.000 Euro Umsatz. Und dann ist der nächste Schritt, ich kaufe einfach die nächstgrößere Kanzlei, 1 Million Umsatz. Und dann haben die 1,5, aber der bleibt so. Bei mir war es aber nicht so. Ich habe gesagt, mir macht das, das war unbewusst. Ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, mir eine Kanzlei zu kaufen. Es war keine bewusste Entscheidung. Für mich war klar, ich möchte ein eigenes Büro mit einer eigenen Einrichtung. Ich möchte mir aussuchen, mit welchem Programm ich arbeite. Ich habe eine Vision, ich wollte eine bestimmte Branche. Damals war das Apothekerbranche. Also ich bin auch heute noch Spezialist da drin, obwohl wir mittlerweile, kann man sagen, 50% Apotheker und 50% mittelständische Unternehmer aller Couleur und aller in sämtlichen Branchen sind. Aber damals habe ich so angefangen. Das war auch gut, weil da habe ich gelernt, wie man skaliert. Weil wenn, damals kannte ich das Wort gar nicht. Ich wusste nur, wenn du eine Branche machst und die verstehst, dann kannst du ganz viele machen, weil deine Rüstzeiten, die sind am Ende null. Weil du weißt irgendwann mal alles über diese Branche. So. Und das war für mich klar, als ich schon gestartet bin, geh diesen Weg. Ne? Vielleicht auch, weil ich bei einer Steuerberatungskanzlei irgendwann mal auch gelandet bin, die auch spezialisiert waren. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich ein sehr sinnvolles Konzept. Und und dann habe ich angefangen zu überlegen, wie kannst du denn noch weiter wachsen? Klar, durch dein Know-how, aber vor allen Dingen durch Problemlösung. Also hör einfach hin und dann habe ich mir überlegt, als Steuerberater, wann kann ich am besten zuhören? Also entweder ich mache einfach einen Termin beim Mandanten oder aber ich nutze einen festen Termin, den ich sowieso schon habe und das einmal im Jahr die Jahresabschlussbesprechung. Und da habe ich mir überlegt, kein Mensch hat Bock auf Jahresabschlussbesprechung. Das war damals schon ein Phänomen. Und da habe ich gesagt, naja, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht. Außer ich inszeniere das so, dass jeder Mandant weiß, es lohnt sich, dahin zu fahren, weil der bespricht nicht nur meine Zahlen, das sind vielleicht nur 20 Minuten rückblickend, aber die nächsten 1,5 Stunden, die sind nur nach vorne. Wo stehe ich? Was kann ich verbessern? Wie sehen meine Zahlen aus? Dann habe ich Tipps gegeben, ich habe Dienstleister da können die dich fit machen. Und dann habe ich ja einfach Probleme gelöst oder Probleme erkannt und gesagt, kann ich lösen. Und dann habe ich zum Beispiel Problem gelöst, ich kriege keinen Kredit. Okay, gut, dann bereiten wir deine Zahlen so auf, dass du einen Kredit bekommst und ich gehe sogar mit dir zur Bank und verhandle das mit dir. Und dann hinterher ist eine Unternehmensberatung draus geworden. Ich habe ein Unternehmen gegründet, weil ich gesagt habe, hat ja originär nichts mit Steuerberatung zu tun. Und ich habe damals schon gecheckt, dass viele Steuerberater irgendwie Berührungsängste haben in dem Moment, wo auf der anderen Seite auch ein anderer Steuerberater ist. Also habe ich gesagt, dann gründe ich halt eine Unternehmensberatungsfirma. Ne? Dass natürlich alle möglichen Menschen mich googeln und sehen, ach so, das ist ja der Gesellschaft, da habe ich so drüber nachgedacht. Dann gab es halt eine Unternehmensberatung. Ne? Und nach der Unternehmensberatung gab es eben auch ein Unternehmen im Digitalbereich, das war so relativ am Ende, wo wir dann halt diese Verfahrensdokumentationen erstellt haben, auf einem sehr hohen Niveau, aber auch entsprechend schnell. Darunter waren aber auch andere unternehmerische Beteiligungen in den Bereichen, sehr beratungsnahe Bereiche, aber auch waren Handelsunternehmen dabei. Ich habe also sogar mal ein Handelsunternehmen gegründet, was wir hinterher verkauft haben an großen Konzernen. Also es waren sehr, sehr viele, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, wie viele Beteiligungen, ich tippe mal an die 10, würde ich so ungefähr sagen, Kernbeteiligungen, wo teilweise einige heute noch da sind, also nicht mehr alle 10, aber 6 Beteiligungen sind heute noch da, die ich auch weiterentwickelt habe. Ne? Und dieses unternehmerische Denken ist irgendwie mir ein Stück in die Wiege gelegt worden. Ne? Das war sehr positiv, hat auch manchmal Schattenseiten, aber damit muss man eben durch. Und ich habe halt gelernt, durch Probleme lösen gewinnst du Kunden. Das war das eine. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe fast null durch Weiterempfehlung zum Beispiel bekommen, sondern fast alles durch Problemlösung. So, dadurch war ich dann auch unabhängig, ne? Weil wenn du nicht auf Weiterempfehlungen angewiesen bist, dann musst du halt auch niemandem recht machen. Das fand ich auch cool. Und ist ja so. Ne? Ist immer so eine gewisse Erwartungshaltung dann da. So. Und das Unternehmerische war halt für mich auch interessant, weil
Ja, ich habe mich nie als der klassische Steuerberater gesehen, sondern der klassische Unternehmerberater. Ne? Und das konnte ich am besten dort eben ausleben, indem ich in diese Problemlösungsunternehmen gegründet habe. Ne? Ja. Sehr spannend, sehr interessant. Jetzt ist ja das Thema Finanzen und Steuern bei vielen Unternehmern vielleicht ein bisschen negativ angehaucht, weil man ja quasi einen Abfluss im Unternehmen in irgendeiner Weise hat. Und jetzt drehst du das ja in deinem Konzept um und machst zu was Positivem und sprichst vom Steuerinvestor. Das finde ich erstmal diesen Change, das ist ja ein spannendes Thema. Das haben wir im Unternehmertum ja auch oft, wenn wir die Dinge anders betrachten, wenn wir den Blickwinkel betrachten. Wenn wir das Positiv darin sehen, es passiert ja nichts gegen uns, sondern es passiert ja alles für uns. Ja. Und das passiert ja hier im Prinzip auch so, wie du das handhabst. Aber was ist denn deine Erfahrung? Warum haben denn die meisten freischaffenden Künstler da draußen oder auch die KMUs, warum haben die so eine Schwierigkeit oder ein Thema mit den Steuern? Genau, also da sprichst du quasi so das Herzstück eigentlich an. Also wir nennen das so der Big Domino. Ja? Weißt du, dieser Moment, wo du dir ganz viele Gedanken machst, ne? Und du bist kurz vor der Lösung, aber es ist noch nicht exakt die Lösung. Und irgendwann mal fällt dir das zu und dann wird dir alles klar und ein Dominostein fällt und dann fallen alle. So ist das ja im Business dann auch. Wenn einmal der Knoten platzt, dann ist der Kanal offen und dann läuft's. Und bis dahin kann das sehr, sehr schwer werden. Das war auch bei uns so, ne? Die Entwicklung des Steuermentorings war ein harter Kampf. Das war so. Das war nicht so einfach. So. Und der Big Domino ist gefallen, als mir eins klar geworden ist. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, warum ist das Thema Steuern so negativ besetzt? Warum gibt es so viele Menschen da draußen, die sagen, ich bin unzufrieden mit meinem Steuerberater? Und ich sage immer, ich bin selber Steuerberater und alles, was ich sage jetzt, ne, ist kein Steuerberater-Bashing, weil ich denke, Deutschland hat die besten Steuerberater der Welt. Das ist einfach so. Ansonsten hätten wir nicht so eine Literatursammlung in Deutschland. Und das ist wirklich schwierig, Steuerberater zu werden. Du musst dich schinden, da irgendwie ein Jahr lang, jeden Freitag und Samstag dahin zu gehen, stundenlang und da zu hocken und dann am Sonntag zu lernen, wo andere dann draußen auf der Wiese liegen. Das ist hart. Nur, trotzdem ist es ja ein Phänomen, dass es trotzdem so ist, dass es so einen Painpoint gibt. Und das geht so in beide Richtungen, ne? Man braucht sich, aber gleichzeitig ist so eine Distanz. Und auch das Image ist ja auch nicht so gut. Ich sage immer, als Steuerberater, mein Empfinden ist so, ich werde irgendwo eingeladen auf eine Party. Das läuft, wenn du aufgeschlossen, ich bin ja auch aufgeschlossen, ich kann gut auf Leute zugehen, dann läuft das gut. Bis eine Frage kommt. Sag mal, was machst du denn beruflich? So, wenn ich dann sage, ich bin Steuerberater, merkst du direkt, irgendwie geht die Jalousie so ein Stück. Die geht nicht ganz runter, weil der ist ja eigentlich nett. Ne? Aber Steuerberater ist schon so, der Abend könnte langweilig werden, weißt du? Oder, ach nee, also es gibt noch mehr Assoziationen, aber die sind halt alle nicht positiv. Da kommt keiner und sagt, boah, wie cool, was für ein cooler Job, Steuerberater. Das ist mal richtig geil. Das passiert nie. Ja? Phänomen 1. Phänomen 2, auf derselben Party, nachdem die Leute erstmal ein Stück weggegangen sind und der Abend rückt näher und alles ist ein bisschen aufgelockerter und du sitzt dann irgendwie an der Bar oder du stehst da und dann kommt einer auf dich zu und dann meistens passiert, da pass mal auf, wo keiner zuhört, du bist doch Steuerberater. Guck mal, also ich will dich hier, ist ja Party, ich will eigentlich dich jetzt ja gar nicht behelligen, aber ich habe da mal folgende Frage. Ja? Dann fängt das an. Und dann fängst du an, ja, gar kein Problem, könntest du so und so machen. Dann hört der Nächste zu, kommt der dazu. Und irgendwann mal, wenn du dann so Sachen auspackst wie, ich habe dann super Hack, ich kann dir sagen, wie du Porsche fahren kannst und dafür null und gar nichts bezahlst, sondern ganz im Gegenteil, du wirst daran auch noch Geld verdienen. Porsche fahren ist billiger, wenn du steuerlich richtig machst, wie Golf fahren. Spätestens da hast du die Menschentraube um dich herum und die wollen hören, wie macht der das? Ne? So, und das ist auch ein Phänomen. Das heißt, es betrifft jeden, aber alle haben aber auch so eine Aversion dagegen. Ne? Und
Das war für unser Steuermentoring, weil das Steuermentoring ist ja quasi so eine Plattform, die wir geschaffen haben, wo wir Selbstständige, Freiberufler oder auch Unternehmer abholen wollen und die begleiten auf ihrem Weg zu ihrer Steuergestaltung, zu ihrem Vermögensschutz, am Ende auch zu ihrer unternehmerischen Freiheit. Das ist wirklich das Ziel dann dahinter, was bei dir ja so ähnlich ist in deinem Unternehmercoaching. Ich mache das so auf dieser steuerlichen Ebene. Und da haben wir uns auch überlegt, wie können wir das durchbrechen? Wie können wir das Thema Steuern, also sexy machen, Punkt 1, so, dass die Leute Spaß wieder daran haben und dass die gerne zum Hörer greifen und ihren Steuerberater anrufen? Und wie können wir diese Probleme lösen? Wie können wir quasi Menschen, Unternehmer, Selbstständige dahin bringen, dass sie ihre Steuergestaltung auch haben? Und da haben wir gesehen, es gibt ja mittlerweile ja auch viele Kurse und Coachings und alles Mögliche da draußen. Ne? Nur, ich habe eben auch gesehen, ja, das ist schon mal gut, dieses Aufbauen von Wissen, aber danach fallen die hinten über, weil die haben niemanden, der es umsetzt. Und dann kommt schon wieder der Frust. Dann gehen die zum Steuerberater, nee, habe ich noch nie gemacht. Ist ja auch kein Problem. Als Steuerberater lernst du nicht, wie buche ich eine Stiftung. Ne? Aber wenn du plötzlich eine Stiftung bekommst, dann sagst du mal ganz gerne, bevor ich da einen Fehler mache, sage ich lieber, machen wir nicht. Ne? Und dann stehen die Leute da schon wieder. So, und dann haben wir uns überlegt, okay, gut, Steuermentoring ist ja Begleitung. Bedeutet, wir dürfen aber auch nicht abrupt aufhören. Wir dürfen jetzt nicht Säle füllen, Leute schlau machen und hinterher sagen, ja nee, aber das Doing, da musst du zu deinem Steuerberater gehen. Es funktioniert nicht. Sondern du musst dann wirklich das ganze Ding liefern. So, und da war dann klar, okay, das ist dieser Weg. Na? Und dieser Weg ist eine Journey. So. Und jeder kennt Customer Journey. Also jeder, der ein bisschen so vertrieblich unterwegs ist, der kennt das, ne? Customer Journey. Customer Journey bedeutet ja auch der Weg deines Kunden, ne? Vom ersten Touchpoint, kennenlernen, dann akquirierst du den Kunden, du hast ein Angebot gemacht, du akquirierst den Kunden, aber dann geht es ja auch weiter. Dann hat er eine Erwartungshaltung, musst du den im Unternehmen aufnehmen, onboarden, würde man heute sagen. Und wenn du den ongeboardet hast, dann hat er wieder eine Erwartungshaltung, weil der will jetzt vernünftig betreut werden. Du brauchst ein Team, Zuständigkeiten, Telefonnummer, wo kann der anrufen, der muss verstehen, wen der anruft und dann geht das weiter. Und dann kommen höherwertige Fragen, dann musst du Prozesse haben, dass derjenige weiß, aha, das kann ich nicht mehr, das geht jetzt im Unternehmen an den anderen. So, das ist die Journey des Kunden, ja, bis hin zu, du hast vielleicht noch andere Produkte, die für ihn oder Dienstleistungen, die für ihn wichtig sind, die musst du ihm anbieten aktiv, der hat ja ein Anrecht da drauf, ja. So, wie machst du das? Und das ist diese gesamte Journey des Kunden im positiven Sinne. So, und da haben wir uns überlegt, das ist der Big Domino, ist doch klar. Und im steuerlichen Bereich machst du doch auch eine Journey durch. Du startest als Existenzgründer. Und da willst du, dass dein Jahresabschluss pünktlich erstellt wird und deine Steuererklärung. Und du willst eine BWA haben, pünktlich, jeden Monat, weil du brauchst Kredite bei der Bank. Du kriegst keine Kredite von der Bank, wenn du halt keine Zahlen hast, vernünftig. So, und das sind deine Anforderungen. Und dann willst du einen Firmenwagen kaufen und willst wissen, wie mache ich das am geschicktesten? Kleine Optimierungen. Das lernen Steuerberater in der Ausbildung. Und so startet jeder Berater. Ich habe auch so gestartet. Und das ist für mich dann das Stadium, dann bist du Steuerverwalter. Dann bist du selber auch Steuerverwalter. Und du bist in dem Stadium so als Existenzgründer die ersten 3 bis 5 Jahre. Wo man sagt, so vielleicht so klassisches Existenzgründungszeiten, gut, heute kriegt man das schneller, ihr kriegt das schneller hin, ja, aber ich sag mal so, der Klassiker, 3 bis 5 Jahre, vielleicht doch schneller. Du bewegst dich aber in diesem Stadium, hast Anforderungen. So, da hast du einen bestimmten Steuerberatertypus, der dir da hilft. Da gibt es dann eben einige, die dir helfen können. Der Punkt ist nur, das ist gar nicht so trivial. Da sagen viele, ja, aber das ist doch gar nicht das, was ich will. Ich will doch einfach weniger Steuern zahlen. Ich will so einen richtigen Knallersteuerberater haben, der einmal alle Tipps, Tricks und so weiter verrät. Ich will die nächste Stufe haben. Ich kann dir aber sagen, zum Beispiel im letzten Jahr oder auch diese ganze unsägliche Zeit, Corona und so weiter, hat ja bei den Steuerberatern dazu geführt, die hinken hinterher mit den Abschlüssen, weil die mussten Corona-Hilfeanträge machen. Dann kam die Grundsteuererklärung dazu.
die hinken hinterher. Und da waren einige, die rufen mich an und sagen, pass auf, ich habe folgendes Problem. Eigentlich will ich einfach nur pünktlich meine Daten haben, weil Anfang 2022 wollte ich einen Kredit haben für eine Investition. Da hat die Bank mir noch für 2% Geld geliehen. Dann war aber der Abschluss nicht da, die konnten mir keine Kreditentscheidung geben. Also habe ich den Steuerberater angerufen, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Aber konnte er dann nicht. Er hatte dann keine Abläufe dafür, so richtig, war er überfordert. So, und dann war August 3%, September, du hast die Zeiten ja noch im Hinterkopf, du hast Zeiten gehabt im letzten Jahr, wo ja alle 14 Tage der Zins um 0,2 ungefähr gestiegen ist. Da waren die hinterher bei 4,5% und dann war die Bilanz fertig. Also entweder die haben gar nicht mehr investiert oder die haben gesagt, okay, ich zahle jetzt das Doppelte an Zinsen. Wenn du den Zinsschaden mal rechnest auf die nächsten 20 Jahre, Halleluja, ne, ist deine erste Eigentumswohnung weg. Nur so viel zum Thema, der Steuerverwalter, der ist ja nicht so viel wert. Also wenn du einen guten Steuerverwalter hast als Steuerberater, dann ist das super viel wert. Nur die Frage ist, begleitet der dich auf der Journey auch weiter? Ist der geeignet? Weil die nächste Stufe der Erkenntnis bei uns war, wir haben halt beobachtet, okay, irgendwann mal fangen diese Existenzgründer an und fangen selber an zu investieren, auch ein bisschen neben dem Betrieb, in Assets, ne, Wertpapiere, Immobilien, andere Beteiligungen. Und dann kommen die Fragen, wie muss ich das denn steuerlich machen? Und dann bist du beim Thema Steuergestaltung. Welche Rechtsformen? Mache ich eine Holding? So, und dann haben wir gemerkt, ja, alle beraten nur GmbHs. Aber es gibt ja nicht nur GmbHs. Dann gibt es noch Stiftungen, gemeinnützige Stiftungen, Familienstiftungen, Genossenschaften, AGs, UGs, also Personengesellschaften. Ne? Die können ja auch bestimmte Dinge. Die Kapitalgesellschaft nicht. Also es gibt ja einen riesen Blumenstrauß, aber es wird alles nicht genutzt. Die haben dieses Wissen nicht. Aber die sind dann Steuergestalter in dem Moment. Ja? Und dann brauchen die einen Steuerberater, der auch in dieser Phase ist. Es ist nur die Frage, ist jetzt der Steuerverwalter Steuerberater vom Anfang, ist der jetzt noch der geeignete? Kann sein, muss aber nicht. Denn wenn der sich da zu Hause fühlt und sagt, ich bin, was man heute Compliance-Berater nennt, also ich sorge dafür, dass du günstigen Kredit bekommst, weil du kriegst bei mir einfach zügig die Unterlagen, dann hat das ja einen gewissen Mehrwert. Nur auf der Gestaltungsseite kann sein, dass der nicht mehr der Richtige ist. Wenn du aber nicht weißt, dass es diese Phasen gibt, dann geht es rein und dann hast du Ärger mit deinem Steuerberater, du ärgerst dich über den und der ärgert sich über dich. So, das musst du wissen und dann geht die Journey noch weiter, weil einige dieser Steuergestalter, Selbstständige auf dem Weg zu Unternehmern, gehen aber vielleicht zu dir ins Coaching, weil sie Unternehmer werden wollen. Ja, wenn du Unternehmer werden willst, dann ist aber der Punkt, was dich dann interessiert ist, du willst jetzt Steuern nutzen, das war der nächste Big Domino, du willst die Steuern, die du zahlst, umwandeln in Eigenkapital, um damit eben unternehmerisch noch weiter zu wachsen, weil du musst ja investieren, dafür brauchst du Geld. Als Unternehmer brauchst du immer Liquidität. Und da habe ich verstanden, Steuern, das ist doch keine Abgabe und keine Belastung. Steuern, das ist ein Asset, das ist eine neue Asset-Klasse. Genau wie Immobilien, Wertpapiere, Edelmetalle. Steuern ist ein Asset. Wenn du Steuern nicht bezahlst, weil du die Klaviatur der Steuergestaltung kennst, und da gibt es in Deutschland genug an legalen Möglichkeiten, weniger Steuern zu zahlen, sonst gäbe es nicht so ein dickes Buch Steuergesetze, dann wandelst du Steuern um in eigenes Vermögen. Und wenn du das machst und wenn du das verstanden hast, dass Steuern eine Asset-Klasse ist, dann wirst du auf der nächsten Party auf jeden Fall nach Steuerberatern suchen, die vielleicht auch da sind, weil da kannst du dir Wissen holen, Tipps holen. Du brauchst einen Steuerberater, der dich da begleitet. Und was muss der können? Der muss selber Unternehmer sein. Der muss selber für sich gecheckt haben, Steuern ist eine Asset-Klasse. Und er ist nicht nur Gestalter, sondern der macht's auch selber, der investiert selber in Immobilien, Wertpapiere und so weiter. Dieser Steuerberater muss selber investieren und muss das alles mitgemacht haben. Und dann kann er dich auch als Unternehmer begleiten. Und dann kann ich dieselbe Frage stellen. Wie wahrscheinlich ist es, Daniel, dass wenn du Unternehmer bist oder werden willst, dass du einen Tipp kriegst vom Steuerverwalter?
wo du ja auch mal warst und wo dein Steuerberater vielleicht auch ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null. Ja. Auch, und das will ich auch sagen, selbst wenn der sich sozusagen auch hinentwickelt hat zum Steuergestalter, ist auch die Frage, ob er dann noch der richtige Ansprechpartner ist. Weil es gibt ja dann auch Steuerberater, die machen Steuergestaltung, aber als Unternehmer selber sind die nicht unterwegs. Wie gesagt, es ist keine Abwertung oder sowas. Es ist einfach nur eine Feststellung, dass das so ist und das ist okay. Wenn du dich entscheidest als Steuerberater, du gibst dein Wissen weiter. Ich vergleiche das wie mit einem Arzt oder sowas, ja, oder einem Lehrer oder was auch immer. Du gibst dein Wissen weiter, ist das wertvoll. Nur, wenn du Unternehmer bist unternehmerisch dich weiterentwickeln willst, dann wirst du ab einer gewissen Stelle einen Unternehmer brauchen als Steuerberater, der dich da begleitet. Und wenn du das weißt, dann weißt du jetzt eben auch, welche Fragen du stellen musst, um genau dich einzuordnen. Bin ich Steuerverwalter? Bin ich Steuergestalter? Oder bin ich schon in der Stufe oder will ich dahin, dass ich Steuerinvestor werde? Ja? Und wenn ich Steuerinvestor werden will, dann brauche ich eben eine bestimmte Gruppe. Das ist der Punkt. Ich weiß, lange Reise, aber das war so das Gesamte. Mega, mega spannend. Wann hat denn für dich das Thema selber begonnen? Steuergestaltung in Vermögenssicherung? Ja, also genau, als diese Idee geboren war, es gibt so eine Text-Journey, ähnlich wie eine Customer-Journey, ist auch klar geworden, der Unternehmer, also der am Ende Steuerinvestor werden will, wie wir ihn nennen, ne? Der ist so geprägt, dass die Vermögenssicherung bei ihm einen höheren Stellenwert hat als Steuern sparen. Ne? Also die Unternehmer, die zu uns kommen, die sagen, pass auf, mir geht es darum, ich brauche eine Struktur, eine Unternehmensstruktur, die jedes Jahr funktioniert, dauerhaft. Ne? Ich brauche nicht mehr die Tipps zum Jahresende, also die hätte ich ganz gerne trotzdem. Was macht der Spaß? Tipps zum Jahresende, kurz vor Weihnachten, hau mal raus, 3, 4 Sachen, paar Nuggets, kann ich wieder 5, 6, 7.000 Euro sparen, ist ja schön. Ne? Senkt gedanklich nochmal die eigenen Steuerberatungskosten, deswegen sollte man es auch machen als Berater. Nur, ich sag immer so, reich werden tust davon nicht, ne? Sondern erfolgreich wirst du, indem du eine Maschine hast, die dir das sichert. Und das ist halt die Unternehmensstruktur aus unterschiedlichen Rechtsformen, eine Holdingstruktur zu bauen, wo du einfach später deinen Betrieb verkaufen kannst, ohne Steuern zu zahlen. Dass du zwischendurch, also während der aktiven Phase, weniger Steuern zahlst, aber vor allen Dingen eine Struktur, die dein Vermögen absichert. Und da sage ich immer wieder, beraten wird da draußen GmbH rauf und runter. Der Punkt ist nur, du als Gesellschafter der GmbH, da bist du die letzte Person. Und dann hast du halt einfach eine Haftung. Und da sagen viele, ja, ich habe aber ein Business, da habe ich ja gar keine Haftungsgefahren. Wäre ich immer vorsichtig, ne? Dann kommt dann Wirtschaftskrise, Corona, rauf und runter. Also ich glaube, jetzt weiß der Letzte, dass es Dinge gibt im Leben, die einfach so reinkommen in dein Business, wofür du gar nichts kannst. Und dann hast du hinterher kein Unternehmen mehr, ne? Weil du hast dann 6 Monate zu und deine Kunden sind weg. Also das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Und ich sage auch immer, das ist irgendwie wie eine schlimme Krankheit. Das trifft anscheinend ja auch immer nur die anderen. Mich selber nicht, weil ich bin ja sportlich, ich ernähre mich gut und ich bin immer gut drauf. Ja, ist aber kein Garant dafür, dass du nicht auch betroffen bist. Und deswegen, wenn du wirklich den Weg zu Ende gehen möchtest, bis zum Unternehmer, den wir Steuerinvestor nennen, bis zum Steuerinvestor, dann brauchst du ein funktionierendes System und eine Begleitung dorthin, weil das wird nicht funktionieren. Weil du kannst nicht verlangen, dass das irgendwie jemand, der sich als Verwalter empfindet, dich als Unternehmer begleitet. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Jetzt ist ja so, dass das Thema, also wenn man Steuerberater studiert, lernt etc., da gibt es ja Normen. Ich finde es krass, dass es hier so eine Kluft, so einen Unterschied gibt, was ihr da entwickelt habt. Sag mir da mal die Gründe, was kannst du uns da mitgeben? Weil ich sage ja jetzt mal, wer wünscht sich als Unternehmer nicht so ein Modell, dass man wirklich für die Zukunft gewappnet ist, dass man sagen kann, ja, das, was ich hier geschaffen habe, das hat jetzt eine Sicherheit, es hat eine Substanz und es hat jetzt halt wirklich die goldene Eier legt. Ja, also die Antwort, am Ende ist sie sehr einfach, weil du musst dir mal Folgendes überlegen. Wenn du einen Steuerberater fragst, sag mal, hat Buchhaltung, also die rein mechanische Buchhaltung,
Ist das ein Ding, was in 10 Jahren auch noch so läuft? Da würde jeder sagen, nee, das ist so, wird ja alles digital, das wird ja auch nach und nach ersetzt und beschleunigt. So, dann sollte ja allem klar sein, gut, dann solltest du dir ein anderes Feld suchen. Der Punkt ist nur, viele wissen es, aber die sind so in diesem Hamsterrad Kanzlei auch gefangen. Ne? Und ehrlich, also das tut einem fast schon manchmal leid zu sehen, dass Kollegen, die auch gut, die haben ein cooles Wissen. Ne? Und jeder hat ja ein bestimmtes Wissen, was unique ist. Da kommen ja immer, wenn du mit denen redest, wenn ich mit Kollegen rede, kommen ja auch immer wieder Dinge, wo ich sage, das ist auch gut. Das habe ich so gar nicht gesehen. Ne? Nur, die können es nicht ausleben, weil die haben die Zeit nicht. Weil die sagen, ja, ich muss ja dies machen und jenes machen. Die Verwaltung wird immer mehr. Ich kriege keine Leute. Steuerfachangestellte, die bewerben sich nicht. Und so haben die dieses Zeitproblem, weil die per se nicht als Unternehmer jetzt geboren sind. Und auch viele sich, glaube ich, nicht vorstellen können, dass man aber trotzdem dahin kommen kann, wenn man möchte. Und da sind die gefangen. Und das ist der Grund, warum die auch teilweise gar nicht beraten können, aus Zeitgründen nicht beraten können, obwohl sie es fachlich können. Ja? Und da ist, wenn man da rauskommt, aus dieser Schiene, weil man gecheckt hat, okay, es gibt Möglichkeiten, dass ich mich rausziehe. Dafür brauche ich aber vernünftige Mitarbeiter. Ich brauche eine zweite, vielleicht auch eine dritte Führungsebene, je nachdem, wie groß die Kanzlei ist. Ich brauche klare Spielregeln, nenne ich das. Wie machen wir das? Wie machen wir jenes? Und das muss schriftlich sein. Und dann brauche ich, wenn neue Mandanten kommen, so einen Prozess. Was passiert, wenn jemand neu zu mir kommt? Was passiert, wenn ein Mandant geht? Das Offboarding. Und wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, wie muss ich das machen? Und wenn ein Mitarbeiter geht, wie muss ich das machen? Damit alles schneller geht und vor allen Dingen, dass es der Inhaber nicht selber machen muss, sondern dass es andere machen nach Anleitung. Und wenn dieser Mitarbeiter dann kündigt, weil er meint, woanders ist es noch schöner, ja gut, dann kannst du aber hier einen schnelleren Ersatz finden, weil der macht nur einen kleinen Teil eines ganzen Prozesses. Wenn du das einmal gecheckt hast und diesen Weg gehst, ja gut, dann hast du als Steuerberater mehr Zeit. So war es ja bei mir auch. Du erinnerst dich, was ich eben gesagt habe, am Anfang in der Beratung, Gestaltung, nach 20 Fällen war Schluss. Da hatte ich dieses Wissen auch noch nicht, ne? Aber wenn du das einmal jetzt weißt, dass du dich rausziehen kannst, aus dem System rausnehmen kannst, ohne Angst zu haben, die anderen machen aber ganz viele Fehler und so weiter. Wenn du das überwunden hast, ja, dann kommst du raus, dann machen andere den Job in deiner Kanzlei, wofür die auch viel geeigneter sind, weil der Steuerberater ist ja nicht der Spezialist für Buchhaltung oder für Jahresabschlüsse, für Steuererklärung. Da gibt es ja Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, angestellte Steuerberater und so weiter. Ja, dann kannst du dich um Gestaltung kümmern. Dann kannst du das Geschäftsfeld aufbauen. Und Gott sei Dank werden immer mehr Steuerberater kommen immer mehr Steuerberater dahin, dass sie das auch möchten. Und deswegen haben wir zum Beispiel im Steuermentoring-Programm auch einige Steuerberater, die da schon mitmachen und sagen, ich möchte auch dieses Wissen haben. Denn zu deiner Frage, wie kommst du eigentlich an das Wissen? Ja, das ist erlerntes Wissen in Kombination mit Wissen aus vielen Beratungssituationen, in Kombination aus Wissen aus der eigenen Umsetzung. Und das alles zusammengesetzt. Weil Steuergestaltung, das ist mir wichtig, das ist ja nicht nur Steuergesetze, sondern Steuergestaltung in Deutschland, also Steueroptimierung, ja, dass man einfach weniger Steuerbelastung hat, ist eine Kombination aus Steuerwissen, Wissen zu den richtigen Finanzierungen, also wie finanzierst du richtig und wie investierst du richtig. So, und Steuerwissen, ja, lernen wir als Steuerberater. Investment, nein, lernen wir nicht. Finanzierung, nein, lernen wir auch nicht. Und wenn du die drei Sachen zusammenbringst und alles kombinierst, dann kommen halt Gestaltungen raus, wo man sagen kann, ja, es ist möglich, die Steuerbelastung zu halbieren. Ja, und das ist auch nichts Illegales, sondern es ist einfach nur Abarbeiten von bestehenden Steuergesetzen in Kombination mit bestimmten Investitionen, die der Staat möchte. Mach das, was der Staat einfach möchte. Und dann, wenn du das erkannt hast, was der Staat möchte, mal Tipp, der Staat möchte Wohnraum schaffen. Der Staat möchte die Energiewende haben. Das sind so zwei Dinge. Der Staat möchte, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass Arbeitsplätze vermehrt werden. Das möchte der Staat. Und wenn du das auch möchtest, dann investierst du dort drin und dann wirst du jede Menge Steuererleichterungen haben. Und dann kannst du gestalten. So einfach ist das am Ende.
Der Weg dahin war aber sehr aufwendig, ja. Also das ist alles in ein Programm reinzupacken, was so über 5 Wochen komprimiert, was jeder versteht. Dann hat man Ansporn, das muss jeder 16-Jährige verstehen. Da ist halt sehr, sehr viel Energie reingeflossen, sagen wir so. Sehr, sehr cooler Input. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es keine Regalware ist, dass ja nicht einfach eine Lösung, weil das gibt es ja am Markt auch, da gibt es diesen Mantel, diesen Hut, den muss jeder aufziehen und das passt für jeden. Das erlebe ich ja da draußen auch ganz oft. Ich habe einen Handwerker, ich habe einen Unternehmer, ich habe einen Mittelständler und dann gibt es die GmbH und Co. KG oder es gibt halt die klassische GmbH, aber es gibt nichts nach links und nichts nach rechts. Und mit diesen 3 Feldern, die du da angehst, hast du natürlich ein Individuum. Also da wird ja jeder individuell abgeholt, auf seine Bedürfnisse wird alles berücksichtigt von hinten nach vorne. Und was mir auch sehr gut gefällt, was für jeden Unternehmer ein ganz, ganz wichtiger Punkt darstellt, ist, wenn ihr die Zahlen anschaut, dass ihr euch kurz mit der Vergangenheit beschäftigt, aber im Wesentlichen in der Zukunft unterwegs sind. Weil das ist, denke ich mal, das Wahre, weil ein Unternehmer ist vorne und eben nicht hinten. Der braucht eher Menschen, die hinten aufräumen. Und von dem her also eine richtig coole Komposition, wie er das angeht. Aber vielleicht das nochmal so abrunden. Wie kriegt ein Selbstständiger, wie kriegt ein Unternehmer oder ein KMU da draußen sein lästiges, vielleicht noch lästiges Steuerthema jetzt in den Griff, dass es ihm Spaß bereitet? Was kann da ein Schritt sein? Wie kriegt er das in den Griff, dass das wie dir jetzt auch Laune bereitet? Weil das steckt an, was du da erzählst. Das macht Spaß, dir zuzuhören. Und ich spüre das, dass da richtig Musik drin ist. Der erste Schritt ist, dass du für dich selber das Thema Steuern ernst nimmst und das prioritätsmäßig mal ganz nach oben schiebst. Weil das ist nämlich in der Prioritätenliste relativ weit unten. Das ist so ein Zahnarztthema. Hat keiner wirklich Lust drauf. So, und dann sagst du einmal bitte nach oben schieben. So, und wenn du nach oben schiebst, dann sagst du, okay, dann brauchst du ein Basiswissen. So, und dieses Basiswissen, damit starten wir zum Beispiel im Steuermentoring. Ja? Ein Basiswissen nur für dich als Unternehmer, Selbstständiger, wir sagen mal so Executive-like, wirklich nur das, was du wirklich brauchst. So, und das ist ein Startpunkt mal. Und wenn du das hast, dann wirst du selber danach, also das garantiere ich, nach 5 Wochen ist bei fast allen Teilnehmern so, die zumindest so aktiv dabei sind, die wissen dann genau, wohin sie wollen und welche Rechtsformen und wie das alles aussehen soll. Danach muss natürlich in der Steuer- und Rechtsanwaltssozietät im 1:1 dann nochmal abgecheckt werden und nachjustiert werden und danach gegründet und umgesetzt werden. Aber das wäre der Startpunkt. Okay, und wenn man jetzt sagt, hey, coole Nummer, das spricht mich an, was der Nelson da so erzählt. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Verlinken wir nachher deine Handynummer oder wie ist dein Wunsch? Wie sollen Mittelständler sich mit dir in Verbindung bringen? Ja, ich hatte das mal auf einem Kongress, wo wir es tatsächlich gemacht haben, im QR-Code aufs Handy und dann noch während des Vortrags. Ich würde einfach sagen, wir verlinken hier unten einfach die Webseite für uns und auch für mich als Kanzleiinhaber ist die Lösung das Steuermentoring. Steuermentoring ist die Lösung für alle 3 Bereiche. Von daher gesehen verlinken wir einfach die Seite www.steuermentoring.de. Ansonsten kann man mich natürlich auch gerne googeln, aber das wäre der direkteste Weg. Du landest auf der Webseite, buchst dir einfach dein Erstberatungsgespräch, ist komplett kostenfrei. Und wir sagen immer dazu, ich bin ja Steuerberater, wir stalken dich dann auch nicht, ja. Wir verkaufen auch dir nicht x andere Dienstleistungen. Wir haben halt einfach dieses Programm, diesen Weg. Und dieses Gespräch dient dazu, dass man einfach ins Gespräch kommt und guckt, wo stehst du, wo kannst du hinkommen, können wir dir realistisch helfen oder nicht. Wir können nicht allen helfen, das ist unrealistisch. Und manche passen eben auch dann nicht zu uns, aber das finden wir im Gespräch raus. Nelson, ein wunderbarer Input, also mit sehr viel Wert, sehr viel wirklich also tolle Nuggets. Ich freue mich für alle Zuschauer. Schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr dieses also bis zum Ende jetzt auch angeschaut habt. Also eine wunderbare Ergänzung zum Freiheit durch Unternehmertum. Mentoring ist natürlich das Steuer-Mentoring, um eben die 3 Bereiche wirklich auszuschöpfen und wirklich für die Zukunft gewappnet zu sein und vielleicht dann auch in neue Projekte mit so einer Struktur starten zu können. Vielen, vielen Dank dir, vielen, vielen Dank euch und viel Spaß bei der Umsetzung. Vielen Dank euch, viel Spaß.
Und danke dir, Daniel. Unternehmertum heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und immer dann, wenn ich als Unternehmer in meinem Unternehmen Menschen habe, schaffe, die besser sind wie ich, dann habe ich alles richtig gemacht. Und wenn ich will, dass meine Mitarbeiter wachsen, wenn ich möchte, dass sich da eben was entwickelt, dann muss ich auch bereit sein zu investieren und meine Mitarbeiter Fehler machen zu lassen. Ich habe gutes Geld verdient, aber ich hatte die Situation, dass es mich nicht erfüllt hat. Also ich habe irgendwas getan, was viel Geld gebracht hat, aber zu dieser Kick, dieser Spaß, dieser Faktor, das hat mir gefehlt.